Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder ein Food Diary gedreht. Das letzte ist ja schon ein bisschen her, aber trotzdem kommen diese Videos immer sehr, sehr gut bei euch an. Und ja, ich sehe gerade scheiße aus, habe noch eine Brille auf und nasse Haare. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch kein Intro gedreht habe und ich dachte mir so, ja, ich sehe es jetzt nicht ein, mich fertig zu machen, um so 2 Minuten was aufzunehmen. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. So, heute ist der erste Tag und ich habe mir zum Frühstück einfach einen leckeren Porridge gemacht. Den habe ich gemacht, indem ich einfach schon eine halbe Banane reingetan habe und habe den eben mit Wasser und Milch gekocht. Ich mische das immer so ein bisschen und draufgegeben habe ich Erdnussbutter. Das macht den Porridge locker 1000-mal besser, wirklich. Also ohne Erdnussbutter ist nicht mal halb so geil. Dann habe ich da noch frische Himbeeren aus dem Garten draufgegeben. Und dazu trinke ich einen Kaffee mit Hafermilch. Da ich heute Nachmittag Schule habe, nehme ich mir was zum Essen mit. Das sieht hier gerade mal wieder mega ekelhaft aus. Ist aber einfach Süßkartoffeln mit ein bisschen Kräuterquark. Darunter ist noch so ein bisschen Sojageschnetzeltes. Der schmeckt richtig geil. Das ist dieses von Alnatura, das man so aufquellen lassen muss. Sieht ein bisschen aus wie Katzenfutter, aber ja, das werde ich mir auf jeden Fall heute mitnehmen. Und dann in der Mittagspause eben essen. Ich bin gerade aus der Schule zurück und esse jetzt so eine kleine Schokolade. Und löffle ein bisschen von diesem Apfelmus hier. Ich liebe Apfelmus, aber selbstgemachter schmeckt besser. Das schmeckt ein bisschen süß, aber egal. So, wir werden jetzt zu Abend essen. Und zwar werde ich, denke ich, mal ein Brötchen essen. Mit Hummus, den meine Mom gerade geklaut hat. Und dazu gibt es noch Karotten, Gurke, Tomate, Knäckebrot und so weiter. Yum, yum. Es ist normaler Joghurt. Was? Hätte ich ja gar nicht erwartet. Skier? Nein, einfach ganz normaler Naturjoghurt mit Granola. Wir sind jetzt nicht Skier-Fans. Na, doch schon. Skier-Fans. Und Himbeeren. Nee. Musst du mir mein Essen mitnehmen, weil ich verschlafen habe. Es gibt auch Skier-Eis, ist auch nett. Aber ich esse immer das Skier. Wir jetzt zum Mittagessen gerade ein paar Nudeln an. Und einen Fisch. Hat meine Mama schon angebraten. Und dazu macht ihr irgendeine Soße mit Zucchini. Mal sehen, was das hier alles gibt. Yummy. Was ist das eigentlich für ein Fisch? Das ist Heilbutt. Das ist lecker. Ja, schmeckt sehr gut. Ich esse zum Nachtisch noch ein bisschen Quark mit Johannisbeeren. Ja. Ich habe hier gerade richtig viele schwarze Johannisbeeren gepflückt. Und ich mag schwarze Johannisbeeren eigentlich gar nicht. Meine Mama macht da so Saft draus und dann schmeckt es richtig lecker. Ich werde jetzt eine von diesen Pralinen essen, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Ich mache mir hier gerade einfach ganz einfach noch als kleinen Snack, bevor ich zur Fahrschule muss. Ein Rührei, 2 Eier, Salz, Pfeffer, fertig. So sieht das jetzt fertig aus, sehr unspektakulär, aber ja, schmeckt auch mal ganz lecker, ne? So Leute, Fahrschule ist vorbei. Wir sind gerade Eis essen. Ja, aber die kennen dann halt nur uns beide. Und dann denken die so. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht, wer als erstes den Führerschein von uns haben wird. Es steht im Moment. Warte. Es muss top aktuell sein. Es steht im Moment 4 für Hanna, 2 für Marike, 0 für mich. Wundert es ein? Nee. Ich werde mir so ein Bananasplit Erdbeer holen. Mit Fleur de Sel, Bueno und soll ich Rocher oder Raffaello nehmen? Scheiße. Ich hab Rocher noch nie probiert. Ja, ich auch nicht. Getrunken hab hier random. Was hast du gemacht? Ja, ich hab grad nicht nachgedacht und hab einfach was getrunken. Hanna ist übrigens auch dabei. Hab ich die ganze Zeit nicht gefilmt. Frühstück habe ich mir wieder Porridge gemacht, weil wir zurzeit irgendwie nichts anderes haben. Chiasamen, Haferflocken, Himbeeren und ein bisschen Erdnussbutter. Und dazu natürlich einen Kaffee. Also zum Mittagessen bin ich Salat essen. Ich habe einen griechischen Salat mit, was ist das für Dressing? Avocado? Ja, Avocado-Basilikum. Avocado-Basilikum-Dressing, ja. Und Hühnchenfleisch. Wir waren gerade im Kribbeln. Boah, geil, da ist wieder so eine Peperoni. Oh mein Gott, Freunde, ich hatte heute eine mega lange Schule und zwar bis 3:45. Ich hatte das letzte Mal Seminarkurs in meinem ganzen Leben. Richtig gut, wir haben auch unsere Seminararbeiten zurückgekriegt. Und ja, dann haben wir jetzt Abschluss noch jeder ein Eis gekriegt. Also ich habe dann noch ein Magnum gegessen. Und zwar ein ganz normales
Magnum-Schokolade halt. Ja, aber auf jeden Fall nice. Und ich denke, ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. So, ich trinke den jetzt einfach schwarz. Da habe ich gerade am meisten Lust. Wir wollen jetzt zum Abendessen so eine Bowl machen. Dafür habe ich schon Kichererbsen und Süßkartoffeln in den Ofen getan. Und meine Mama macht hier gerade den Brokkoli. In diese Bowl kommt auch so was Komisches, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es einfach... Ja, muss ich auch mal dran gewöhnen an den Geschmack. Ich finde es nicht so schlecht. Und zwar ist es roher Brokkoli und rohe Erbsen. Und ja, schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So sieht jetzt meine fertige Bowl aus. Unten ist der Hummus, dann Süßkartoffel, Kichererbsen, Schafskäse, Brokkoli. Dazu gibt es auch noch ein bisschen Fisch. So, ich mache mir hier gerade mal wieder meine Lieblingspancakes. Das sind hier diese Protein-Pancakes, habe ich schon öfter gezeigt. Meine Stimme ist so am Arsch, ich bin richtig krank geworden leider. Aber naja. So sieht jetzt das fertige Frühstück aus und das sieht doch mal gut aus. Also ich habe mir einfach so ein paar Pancakes gemacht, dann dazwischen drin auch schon immer Erdnussbutter, obendrauf nochmal Erdnussbutter und ein paar Bananen und Himbeeren. Und dazu trinke ich natürlich einen leckeren Kaffee. Zum Mittagessen gibt es jetzt so ein Omelette. Das ist wie dieses Rhabarber-Omelette, nur mit Kirschen, schwarzen Johannisbeeren und Himbeeren. Da kommt halt so Quark rein und sowas und Eiweiß, deswegen ist es richtig fluffig. Oh Leute, ich war heute in der Schule so müde. Wirklich, in Französisch haben wir jetzt einen Film geschaut, der eigentlich voll gut war. Also voll interessant so. Der hieß Un Secret. Aber ey, ich musste mich so anstrengen, dass mir meine Augen nicht zufallen, weil ich einfach so müde war. Deswegen habe ich auf jeden Fall gerade erstmal Mittagsschlaf gemacht und ja, werde jetzt auf jeden Fall einfach einen Kaffee trinken. Normaler Kaffee mit Hafermilch, wie ich es immer trinke. Und dann werde ich gleich mit meiner Mama in die Stadt fahren. Wir wollen ein bisschen shoppen gehen und wir müssen noch Schuhe umtauschen. Weil, ja, bald sind ja Sommerferien und so. Genau. Ich habe übrigens meine coole Tasche dabei, die ich beim Festival bekommen habe. Ich finde sie richtig, richtig süß. Wir haben uns so gerade ein Eis geholt. Ich habe so Black Latte, ist anscheinend Oreo. Habe so eine coole schwarze Waffel genommen. Ist eher so grau, oder? Ja, aber schön. So, wir sind fertig mit Einkaufen. Ich war sehr erfolgreich. Und jetzt sind wir noch zu Hans im Glück gegangen. Wir wollen noch eine Kleinigkeit essen. Haben mir einen Salat bestellt und so Halloumi-Fritten. Die sind neu. Und ja. Vielleicht drehe ich noch einen zweiten Summer Haul. Das sind nämlich echt schöne Sachen. Yummy. Schmeckt's, Mama? Super. Sehr simples, aber leckeres Frühstück. Ein bisschen Wassermelone habe ich mir einfach aufgeschnitten. Und dazu habe ich noch ein bisschen Banane mit Erdnussbutter. Das ist einfach die geilste Kombi. Und werde wie immer einen Kaffee mit Hafermilch dazu trinken. So. Ich war gerade im Gym und werde mir jetzt was zu Mittag machen, weil, ja, es ist schon 2 Uhr mittlerweile und ich habe richtig, richtig Hunger. Ich werde jetzt Mittagessen kochen und zwar habe ich hier einmal, Reis ist da drin und dazu brate ich einfach Zucchini und Garnelen an und mache da dann so eine Soße draus mit so Sahneersatz. Yummy! Und zwar benutze ich da diese Hafercuisine. In einem Natura. Und ja, ich würze das Ganze übrigens immer mit Salz, Chili-Salz, so einem Hot and Spicy Gewürz und Pfeffer. So, wenn das alles schon so schön angebraten ist, kommt da der Sahnersatz hinzu. Hab da jetzt noch ein bisschen von dieser Kokosnussmilch rein, weil es dann cremiger wird und meine Mom gesagt hat, dass ich die noch benutzen soll. Damn. Hab ich jetzt mega Bock drauf. Ich bin gerade mega proud, weil das Essen schmeckt richtig, richtig gut. Ich habe es mir einfach selbst ausgedacht. Ich bin so eine kranke Köchin. Ey. Ich werde gleich erstmal Video schneiden und habe mir gerade einen Kaffee gemacht.
Und ich weiß, ich trinke mega viel Kaffee, aber keine Ahnung. Jeder hat so ein Laster. Und Kaffee ist ja nicht ungesund, deswegen ja. Und dazu esse ich noch so ein kleines Mini-Eis. Ja. Yeah. Jetzt mal ganz kurz Real Talk. Ich hatte gerade einen kurzen Mental Breakdown, weil mein Vater einfach meinen Lachs aufgegessen hat. Und wenn ich eine Sache nicht leiden kann, dann wenn ich geplant habe, was ich essen will und dann ist irgendjemand weg ist. Sorry, habe ich gar kein Verständnis für. Jetzt ist 9:30, weil ich so sauer war, habe ich einfach nichts gegessen. Aber jetzt mache ich mir halt doch noch was. Ich bin echt sauer gewesen. So sieht es jetzt aus. Und zwar eben einfach nur ein Bagel mit Frischkäse und Avocado. Mit Lachs. Es würde so 10.000 Millionen Mal besser schmecken, aber habe ich ja jetzt nicht. Whatever, so geht's auch. Und dann gibt es hier noch so einen kleinen Rest Salat von meinen Eltern. Den werde ich natürlich auch noch schnabulieren. Sehr genau überlegt, auch sehr intensiv mit. Zum Nachtisch hat meine Mama Himbeereis gemacht. Yummy. Yes, Frühstück. Ich habe mir mal wieder Wassermelone gemacht und einen halben Bagel mit Erdnussbutter und Banane dazu. Und wie jeden Morgen trinke ich auch einen Kaffee mit Hafermilch. Fisch, Alter. Ja, schmeckt voll geil, Alter. Doch, danke. Kommt ja auf Fisch. Das ist ein Keks. Muss jemand mitbringen. Esse ich jetzt. Alter. Zum Mittagessen gibt es heute Reis mit Bohnen. Dann solche Grünkernbratlinge. Schmecken richtig lecker, auch wenn das Essen ja nicht so schön aussieht. Und dazu noch ein bisschen Kräuterquark. War gerade im Fitnessstudio. Mach mir gerade zum Abendessen 2 Spiegeleier. Eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr, weil ich gleich noch zu Freunden gehe, aber egal, das geht jetzt schnell. Und dazu esse ich noch einen halben Bagel mit Erdnussbutter und Banane natürlich. Das war alles, was ich in der vergangenen Woche gegessen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und folgt mir auch sehr gerne auf Instagram. Da freue ich mich immer. Und ja, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Und bis dann. Bye.